Grüßt euch und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, die sich in dem Fall wieder um das Thema Smart Home dreht. Konkreter gesagt um stabiles Wi-Fi in den eigenen vier Wänden. In den letzten Jahren habe ich mit meiner Familie zusammen auf einen Standard-Router gesetzt, um Wi-Fi in die eigenen vier Wände zu bringen. Jetzt ist es aber so, dass wir in einem Mehrgenerationenhaushalt leben, über zwei Stockwerke verteilt. Da liegt es natürlich klar auf der Hand, dass das Stockwerk ohne einen Wi-Fi-Router die schlechteste Wi-Fi-Verbindung hatte. Wir hatten immer Schwankungen, Abbrüche in der Wi-Fi-Verbindung. Hat einfach gestört. Und gleichzeitig kamen immer mehr smarte Geräte in unseren Haushalt. Smartphones, Tablets, Fernseher, Roboter, die den Haushalt machen und so weiter. Ihr habt ja schon einige Produkte hier auf dem Kanal gesehen. Daraufhin habe ich von Netgear das Orbi RBK 860S Mesh WLAN-System besorgt. Und genau um das Produkt geht es in dieser Ausgabe. Wenn du vielleicht ähnliche Probleme in deinem Haushalt, vielleicht auch Garten hast, dann könnte diese Ausgabe für dich interessant sein. Viel Spaß beim Zuschauen. Wi-Fi-Signal normaler Router ist nicht stark genug, um durch dicke Wände durchzudringen. Und gerade in unserem Beispiel ein ganzes Haus mit zwei Etagen, unten das Wi-Fi, wo kein Router installiert ist, ist mit am schlechtesten. Für solche Mesh-Systeme stellen in der Regel dicke Wände keine Probleme dar. Das Wi-Fi-Signal ist deutlich stärker und meistens ist es so, dass nicht nur ein Gerät, sondern mehrere installiert werden, die untereinander kommunizieren. Das heißt, man stellt die Basis, über die ich gleich noch erzählen werde, am Router auf und dann die einzelnen Satelliten in der Wohnung verteilt, da wo das Wi-Fi-Signal in seiner bestmöglichen Qualität ankommen soll. Wie eine Art Brücke mit einzelnen Stützpunkten. Und jetzt mal zu meiner Neuanschaffung, dem Orbi-System, welches ich jetzt einige Wochen im Haushalt im Einsatz habe. Für mich stand direkt fest, es muss etwas Zukunftssicheres sein. Mit dem Hinblick, dass immer mehr Smart-Home-Geräte dazukommen und dass der Glasfaserausbau hier bei uns in der Gegend bald abgeschlossen ist und viel mehr und schneller Daten bei uns im Haus ankommen können. Das ist natürlich wichtig für 4K, vielleicht irgendwann 8K-Streams und so weiter. Und da passt meiner Meinung nach ein Mesh-System mit Wi-Fi 6 und Triban-Technologie ganz gut. Ich werde gleich nochmal die einzelnen Punkte aufgreifen. Zunächst mal, was ist überhaupt in der Verpackung, wenn man das System bestellt, enthalten? Bedienungsanleitung, Netzteile und ein passendes LAN-Kabel liegen natürlich bei, muss man nicht separat kaufen, aber das versteht sich ja von selbst. Es liegen drei Geräte bei, die sich rein optisch erstmal so nicht unterscheiden. Aber zum einen wäre da der Router selbst. Dieser wird an das Modem zu Hause angeschlossen über das besagte LAN-Kabel. Thema zukunftssicher, dieser Router hat einen WAN-Port auf der Rückseite mit einer Übertragung von 10 Gbps. Also 10 Gigabit pro Sekunde können da übertragen werden. Das muss man erstmal ausreißen können und diese superschnelle Schnittstelle für die Daten, die in den Orbi-Router reinkommen. Dann gibt es noch vier weitere Ports, die 1 Gigabit pro Sekunde unterstützen. Für Geräte, die man eventuell über LAN-Kabel direkt anschließen möchte. Vielleicht nicht der wichtigste Punkt an einem Mesh-System, aber ich finde, wenn solche Geräte quer über die Wohnlandschaft verteilt werden, spielt das Thema Aussehen auch irgendwo eine Rolle. Ich persönlich finde das Produktdesign der einzelnen Geräte schick und zeitgemäß. Neben dem Router liegen noch zwei weitere Satelliten bei. Vom Aussehen her dem Router exakt gleich. Lediglich auf der Rückseite fehlt der 10 Gbps-Port für eingehende Daten. Jetzt nochmal zum Verständnis. Den Orbi-Router habe ich also an mein Modem zu Hause angeschlossen. Direkt über ein LAN-Kabel. Und die zwei Satelliten in den Räumlichkeiten, in denen das Wi-Fi bisher mit am schlechtesten war. Zum einen die untere Etage ohne Modem und zum anderen mein Arbeitszimmer hier, in dem ich meine Videos aufnehme, schneide, hochlade, ab und zu auch mal zocke. Die einzelnen Satelliten dann nur noch ans Strom angeschlossen. Das ist die einzige Voraussetzung, ihr benötigt eine freie Steckdose. Im nächsten Schritt habe ich dann die Orbi-App auf meinem Smartphone installiert. Für Android und iOS verfügbar. Und dann konnte es auch schon losgehen mit der Einrichtung des Mesh-Systems. Ich kann euch sagen, funktionierte wirklich sehr schnell. Man scannt über die App den QR-Code auf dem Orbi-Router selbst. Die App und euer Account erkennt das System und man wird innerhalb von wenigen Schritten durch die Installation geführt. Es wurde dann noch eine neue Firmware erkannt, diese wurde auf alle Geräte installiert und dann konnte es auch schon losgehen. Ich konnte mir einen Wi-Fi-Namen überlegen, ein passendes Passwort, also das kann man auch individuell einrichten oder man nimmt das, welches Netgear vorgibt. Die Orbi-App ist wirklich sehr simpel aufgebaut, möchte ich aber jetzt auch nicht zu tiefgründig hier in dem Video behandeln. Man sieht, welche Geräte in den Netzwerk eingebunden sind, kann diese natürlich verwalten, eine Kindersicherung anlegen, wenn man möchte. Man kann einen Gastzugang für Besuche anlegen. In der App hat man auch die Möglichkeit, das Netgear Armor zu aktivieren. Das ist ein Schutzsystem für eure Geräte, damit keine weiteren Personen von außerhalb auf eure ganzen Geräte
zum einen auf das Orbi-Netzwerk und zum anderen auch an die Geräte, die dran angeschlossen sind, zugreifen können. Das Ganze im Kaufpreis für ein Jahr, meine ich, inklusive. Danach greift so ein Abo-System. Wenn man es nicht möchte, muss man es natürlich nicht verlängern. Zu Beginn des Videos habe ich ja erwähnt, dass es für mich wichtig ist, dass das neue System zukunftssicher ist. Aber auch sowas wie Wi-Fi 6 mal in den Raum geschmissen. Jetzt möchte ich das mal so ein bisschen erklären für die, die sich vielleicht mit der Thematik noch nicht so auskennen, warum Wi-Fi 6 im Vergleich zu Wi-Fi 5 zum Beispiel besser ist. Naja, das Wichtigste, die Übertragungsgeschwindigkeit. Wi-Fi 6 ist im Vergleich zu Wi-Fi 5 1,5 mal schneller, mit dem Punkt, dass irgendwann Glasfaser viel mehr Daten viel schneller ins Haus liefert, ist das natürlich für mich wichtig gewesen. Zudem kann Wi-Fi 6 im Vergleich zu Wi-Fi 5 viel mehr Daten gleichzeitig übertragen. Das ist wiederum wichtig, wenn man sehr viele smarte Produkte in seinem Haushalt hat. Dann kommt noch dazu, dass das Ganze hier Triband-Wi-Fi unterstützt. Das heißt, bestehend aus einem 2,4 GHz, einem 5 GHz und noch einem weiteren 5 GHz Band. Dabei wird ein 5 GHz Band auch schließlich für die Kommunikation zwischen Router und Satelliten genutzt, damit die anderen beiden Bänder für die Datentransfers genutzt werden können, was eben diese hohen Geschwindigkeiten fürs ganze Haus ermöglicht. Laut Netgear können bis zu 100 Geräte an das Orbi-System über Wi-Fi verbunden werden und die Verbindung soll nichtsdestotrotz stabil bleiben. Und jetzt die Frage der Fragen: Welche Reichweiten kann man hier mit dem Orbi-Mesh-System überhaupt erreichen? Netgear gibt an, wenn man alle drei Geräte im Haus installiert hat, dass eine Fläche im Haus und im Garten von bis zu 560 Quadratmetern abgedeckt wird. Und dabei soll die kabellose Übertragungsgeschwindigkeit immer noch bei 6 Gigabit die Sekunde liegen, also ordentlich Daten über eine große Fläche. Okay, nachdem ich euch jetzt die technischen Möglichkeiten dieser Geräte vorgestellt habe, noch eine persönliche Meinung und ein persönlicher Erfahrungsbericht, nachdem ich das Orbi-System einige Wochen nun bei mir zu Hause im Einsatz hatte. Und auch wenn dieses System hier einen stolzen Preis von 1.299 Euro hat, bin ich der Meinung, das war jeden Cent wert. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, ob ich mich oben im Stockwerk beim Router befinde oder unten in der Wohnung bin, vielleicht auch draußen im Garten. Überall ist das Internet gleich schnell. Dabei ganz gleich, ob gegen Abend einige Fernseher irgendwelche 4K-Inhalte über Netflix, YouTube und Co. streamen. Seit Tag 1, seitdem das Mesh-System von Orbi aktiv ist, sind alle sehr zufrieden und das Internet war noch nie so gut. Das System habe ich unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und natürlich diesen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns, bis dann, ciao!